Liebe Gemeinde, ich freue mich, heute bei euch zu sein zur Predigt. Das ist das allererste Mal hier in Marienberg. Und ich bin sonst gewohnt, in einer Gemeinde von 10 Personen zu predigen. Das heißt, es ist schon ein bisschen viel Publikum. Aber ich denke, Gott wird segnen. Und ich möchte einfach im Vertrauen auf ihn so tun, als wären nur 10 Leute da, damit es vielleicht gerade für mich ein bisschen angenehmer ist. Wir haben uns eingestimmt mit einem Lied, das sehr bekannt ist, das viele vielleicht schon auswendig können. Und da geht es um die Liebe. Wie komme ich auf dieses Thema Liebe? Heute ist nämlich mein Hochzeitstag. Um nicht zu sagen, morgen ist der kirchliche Hochzeitstag und heute war das Standesamt. Genau passend dazu habe ich diese Woche in meinem Ring den kleinen Stein verloren, dass mich so erinnert hat, oh, der Ring ist schon so zu mir, ein Teil von mir, dass man immer gar nicht darauf achtet, aber auf einmal hat sich der anders angefühlt. Und so fehlt auch heute mein Schatz hier leider in der Gemeinde, weil er in der Gemeinde Bad Windsheim die Stellung hält, weil wir heute keinen Prediger haben und er auch einen Krankenhausdienst hat. Also wundert euch nicht, warum ich heute alleine da bin und über die Liebe spreche. Ich habe nicht nur dieses Jahr das dreijährige Jubiläum unserer Hochzeit zu feiern und ein paar waren da. Wer war denn da und hat das miterleben dürfen? Ja, ich sehe auch ganz liebe Helfer, die uns ganz viel geholfen haben. Vielen Dank an alle. Ich habe auch ein anderes Jubiläum. Und vielleicht habt ihr schon gemerkt, dass ich schon beim Lied etwas Tränen hatte. Aber ich habe dieses Jahr 20 Jahre zum Glauben gefunden. Danke, Nathalie. Und irgendwie... Irgendwie lässt einen das sentimental werden, weil man denkt, okay, 20 Jahre sind rum, ich bin schon ganz schön alt. Ich habe mit 16 zum Glauben gefunden und ich muss sagen, Gott hat mich gepackt. Er hat mich so berührt, damals, ohne dass es irgendeinen Grund gab. Ich war nicht unbeliebt, ich wurde nicht gemobbt. Ich war nicht am Tiefpunkt meines Lebens. Ich habe nicht mal nach ihm richtig gesucht. Ich habe ihn nicht mal darum gebeten, dass er in mein Leben kommt. Und natürlich kann ich meiner Mama herzlich danken, die heute auch hier ist, die uns so erzogen hat. Aber dass Gott einen packt, das ist der Punkt, um den dieses ganze Buch geht. Diese tiefe Liebe, wo Gott in ein Leben reinspricht und sagt, dich liebe ich. Wegen dir habe ich das alles auf mich genommen. Und ich sehe dich in deinen Freudenstunden. Ich sehe dich in deinen tiefen Tälern. Und mit dir will ich Hochzeit feiern. Und es bringt die zwei Jubiläen wunderschön zusammen. Gott ist auf der Suche nach jedem, der hier sitzt. Und Gott war auf der Suche nach allen, die er vielleicht auch gepackt und gefunden hat. Aber Jesus hört nicht auf, weiter zu werben und zu suchen, weil es ist noch nicht zu Ende. Und in Matthäus 24 steht, und weil die Ungerechtigkeit überhand nehmen wird, wird die Liebe in vielen erkalten. Wer aber beharrt bis ans Ende, der wird selig werden. Und es wird gepredigt werden, dieses Evangelium von Reich in der ganzen Welt zum Zeugnis für alle Völker, dann wird das Ende kommen. Dieses Evangelium, das ist, dass Jesus uns so sehr liebt, dass er uns packen möchte, dass er in unserem Leben eintritt,
ziehen möchte, dass er in uns wohnen möchte und dass es ihm nicht egal ist, wo wir gerade stehen. Ihm ist es nicht egal, was in deinem Leben passiert. Es ist ihm nicht egal, wie du dich gerade fühlst. Und er möchte jede Freude und jedes Leid mit dir teilen. Aber die Liebe wird in vielen erkalten. Als ich 16 war, hat mich unser Jugendprediger, der Martin Wanicek damals, ich komme aus der Gemeinde Hohe Martha, direkt auf eine Jugendleitertagung mitgeschleppt, weil er gemerkt hat, da ist Feuer da. Und ich war 16 und die meisten der Jugendlichen waren viel älter, aber ich sollte die Jugendleitung sein. Und dann hat er mich da mitgeschleppt zu dem Jugendleitertagung. Und da ging die allererste Andacht in dieser Woche über Hosea. Und ihr könnt gerne aufschlagen, Hosea 11. Und ihr merkt, wenn Jesus einen packt, dann vergisst man nicht, was vor 20 Jahren die erste Andacht in einer Jugendleiterschulung war. Wenn Jesus einen packt, dann bleibt es real. Hosea Kapitel 11. Als Israel jung war, hatte ich ihn lieb und rief ihn, meinen Sohn aus Ägypten. Gleich Vers 1. Aber wenn man sie jetzt ruft, so wenden sie sich davon und opfern den Balen und räuchern den Bildern. Hosea 11, Vers 1 und 2. Ich will noch ein bisschen blättern. Als Israel jung war, hatte ich ihn lieb und rief ihn, meinen Sohn aus Ägypten. Aber wenn man sie jetzt ruft, so wenden sie sich davon ab und opfern den Balen und räuchern den Bildern. Ich lehrte Ephraim gehen und nahm ihn auf meine Arme, aber sie merkten es nicht, wie ich ihnen half. Und ich ließ sie ein menschliches Joch ziehen und in Seilen der Liebe gehen und half ihnen das Joch auf ihrem Nacken tragen und gab ihnen Nahrung, dass sie nicht wieder nach Ägyptenland zurückkehren sollten. Nun aber muss Assur ihr König sein, denn sie wollen sich nicht bekehren. Und in dieser ersten Andacht stand ein kleiner Zettel, jeder hat die Andacht für sich gelesen, stand ein kleiner Zettel auf dem Stuhl und da stand drauf, setze deinen Namen für Israel ein. Als Steffi jung war, hatte ich sie lieb und rief sie, meine Tochter, aus der Sünde heraus, aus Ägypten. Wenn man sie jetzt ruft, so wendet sie sich ab. Und ich will euch fragen, ich weiß nicht, wie lange ihr im Glauben seid, ob ein Jahr, zwei Jahre, 10 Jahre, 20, 40 Jahre, ist es noch so wie früher, als ihr jung wart und Gott euch rausgerufen hat aus dieser Sünde, aus dem Ägypten und ihr happy wart, nicht mehr in der Sklaverei leben zu müssen, als ihr verstanden habt, was es heißt, von Gott rausgezogen, gepackt zu werden. Aber wenn man sie jetzt ruft, wendet sie sich ab und sucht ihr Handy und schaut für YouTube und arbeitet bis zum Umfallen und kümmert sich um alle möglichen Leute, aber nicht um Gott. Ich ließ sie ein menschliches Joch ziehen, in Seilen der Liebe gehen und half ihr, das Joch auf ihrem Nacken tragen. Aber sie will sich nicht bekehren. Mein Volk ist müde, sich zu mir zu kehren. Und wenn man ihnen predigt, so richtet sich keiner auf. Aber wie kann ich dich preisgeben? Mein Herz ist andern Sinnes, all meine Barmherzigkeit ist entbrannt. Denn ich bin Gott und nicht ein Mensch. Ich will nicht kommen, um zu verheeren. Gottes ganze Liebe ist entbrannt. Er will mich wieder packen, er will dich packen, genau an der Stelle, wo du stehst. Er ist nicht wie wir Menschen, wo man danach 5-mal sagt, nee, jetzt habe ich 5-mal angerufen, irgendwie kommt da nichts zurück. Gott ruft jeden Tag an, vielleicht mehrmals. Und jetzt denken wir, ja, Steffi wird emotional,
Aber im Kapitel 12 steht, wie Kanaans Händler im Vers 8, hat Ephraim eine falsche Waage in seiner Hand und betrügt gern, denn er spricht, ich bin reich, ich habe genug, bei allen Mühen wird man keine Schuld an mir finden, die Sünde ist. Wer spricht denn noch, ich bin reich und habe genug? Laodicea. Und wir sitzen hier, alle im gleichen Boot. Wir sind reich, wir haben genug. Haben wir genug? Haben wir den wahren Reichtum? Haben wir dieses unvergleichlich große Geschenk in uns drinnen, der Liebe, die uns verändert, die uns verwandelt? Wer von euch war schon mal verliebt? Bitte die Hände, ehrliche Hände. Stefan und ich hatten eine Fernbeziehung. Wir sind da 500 Kilometer gefahren, später 300 Kilometer. Es war uns kein Weg zu weit, obwohl ich mir immer nicht sicher war am Anfang, ob das wirklich mein Mann wird. Aber er war sich sehr sicher und er hat nichts unversucht gelassen. Jedes Wochenende, wo er nicht kommen konnte, hat er mir einen Strauß Blumen geschickt und hat gesagt, wenn du die Blumen anschaust, weißt du, dass ich dich lieb habe. Und bis die Blumen verwelken, sehen wir uns wieder. Letzte Woche hat er mir ein Gänseblümchen gebracht. So ist es dann nach 3 Jahren Ehe. Aber das Gänseblümchen war so ein schönes Gänseblümchen. Da kam er mit dem einen Gänseblümchen und hat gesagt, das musste ich dir abpflücken, weil das ist so schön, das ist so dicht gefüllt und es ist rosa außen und so gefüllt. Und dann dachte ich mir, ein Blumenstrauß hätte nicht schöner sein können. Das Gänseblümchen habe ich jetzt gepresst. Ich hoffe, es wird was. Es kommt dann in unser Buch, in unsere Schatzkiste. Hier steht, ich bin reich, ich habe genug. Kann man genug haben beim Verliebtsein? Kann man genug haben zu telefonieren? Kann man genug haben? Und wo ich 16 war, könnt ihr meine Mama fragen, bin ich immer abends dann ins Zimmer gegangen. Ich hatte so ein blaues Sofa und da bin ich hin, hab Gitarre allein in meinem Zimmer gespielt und Gott Loblieder gesungen. Und hab Bibel gelesen bis in die Nacht. Und nicht, weil ich studieren wollte, sondern einfach so. Nicht, weil ich wusste, dass man das so macht. Einmal hat mir dann ein Prediger gesagt, du musst es früh machen, nicht abends. Und da habe ich versucht, früh einen Wecker zu stellen. Es lief gar nicht. Und dann denke ich mir, wo Liebe ist, ist egal, welche Tageszeit. Und ich möchte für uns alle, dass wir dahin zurückgehen. Dass wir nicht Laodicea bleiben. Gott sagt in Offenbarung 3, ich kenne deine Werke, dass du weder kalt noch warm bist. Ach, dass du doch kalt noch oder warm wärst. Weil du aber lau bist und weder warm noch kalt, werde ich dich ausspeien aus meinem Munde. Du sprichst, ich bin reich und habe genug, ich brauche nichts. Und dann sagt er uns einen Ratschlag. Ich rate dir, dass du Gold von mir kaufst, das im Feuer geläutert ist, damit du reich werdest. Weiße Kleider, damit du sie anziehst. Die Schande deiner Blöße nicht offenbar werde und Augensalbe, deine Augen zu salben, damit du sehen mögest. Passt vielleicht ein bisschen zur Lektion mit der Blöße und dem Sehen. Welche ich lieb habe, die weise ich zurecht. Lassen wir uns heute doch zurechtweisen und lassen wir Gott uns an unserem Herzen wirken und uns zeigen, wo vielleicht der Haken hängt. Der Hammer hängt oder der Haken ist. Wer ist denn noch verliebt in Gott? Oft sieht man es den Leuten richtig an. Wir haben jetzt im Dorf eine frisch bekehrte Frau. Und woher weiß ich das? Weil die den Blumenladen besitzt. Und statt dass sie auf ihr Blumenladenschild Werbung für ihre Blumen macht, ist so eine kleine Tafel, stand auf einmal auf dem Schild, Jesus lässt dein Leben erblühen.
Und ich dachte, ich habe mich verlesen. Ich bin extra nochmal rumgefahren und habe geguckt, ob das wirklich da steht oder ob es irgendeine Blume gibt, die im Vorbeifahren so ähnlich aussah wie Jesus. Wie Jasmin oder keine Ahnung was, aber es war wirklich Jesus. Und dann dachte ich, ich muss in diesen Blumenladen rein. Ich habe dann irgendwie einen Blumenstrauß gekauft, weil ich mir dachte, ich muss ja mit der reden. Und dann habe ich mich nicht ganz getraut, weil ich habe dann nur gesagt, ich habe da draußen die Werbung gesehen und die ist nicht drauf eingestiegen. Dann dachte ich mir, na gut, schade. Und dann habe ich gesagt, ich muss den Blumenstrauß noch hier lassen, weil ich muss noch was anderes besorgen, nicht, dass der verwelkt. Dann bin ich wiedergekommen und dann habe ich gesagt, jetzt muss ich doch mal fragen. Wir hatten das auf das Plakat geschrieben, auf die Tafel geschrieben. Ich fand es so berührend. Und dann hat sie gesagt, das war meine Chefin. Die ist gerade in der Mittagspause, aber die hat jetzt irgendwie seit Neuerem da den inneren Drang, Leuten davon zu erzählen, dass sie zum Glauben gefunden hat. Und ich so, ich bin auch gläubig, ich finde es total toll, das hat mich ermutigt und angesprochen. Und sie so, echt? Sie so, ich habe mich noch nicht so viel damit befasst, aber die Chefin erzählt gerade ganz viel. Und in dem Moment kommt die Chefin aus der Mittagspause zurück und dann sagt die Angestellte quer durch den Laden, Chefin, die Frau hat dein Schild gelesen. Und dann kam die und hat gleich erzählt, dass sie jetzt gläubig wurde. Und es ist doch so schön zu sehen, wenn jemand verliebt ist, dann hält man nicht zurück. Dann hat sie zu mir gesagt, sie möchte jetzt 50% ihrer Werbefläche Gott weihen, weil das ist doch viel wichtiger als Blumen verkaufen. Und ich dachte mir, ist das nicht schön, wie Gott es auch geführt hat, dass ich es gesehen habe. Und wo ich jung war, ich bin hier mit dem Thilo Bratke und allen, die Lust hatten, von Haus zu Haus gegangen, zu den wildfremden Menschen. Wir haben gute Gespräche gehabt, wir sind in die Fußgängerzone. Das würde ich jetzt gar nicht mehr machen. Und dann denke ich mir, Offenbarung 3 ist nicht weit weg von Offenbarung 2. Und da steht an die Gemeinde Ephesus, ich kenne deine Werke, im Vers 2, und deine Mühe und deine Geduld. Und ich weiß, dass du die Bösen nicht ertragen kannst. Das ist super, ich finde mich da wieder. Und du hast die geprüft, die sagen, sie seien Apostel und sind's nicht und hast sie als Lügner befunden. Und hast Geduld um meines Namens willen. Du hast die Last getragen und bist nicht müde geworden. Das ist ein gutes Lob. Aber ich habe gegen dich, dass du die erste Liebe verlässt. Und ich will wieder zurück zu dieser ersten Liebe. Wer will auch zurück zu der ersten Liebe? Wer möchte wieder Feuer haben? Und Jesus sagt, ich bin gekommen, mein Feuer anzuzünden. Wie sehr wünschte ich, dass es schon brennte. Aber wenn Jesus gekommen ist, ein Feuer anzuzünden, wird das dann nicht auch tun? Das heißt, wenn wir uns heute öffnen und sagen, ich will wieder neu, Herr Jesus, wird er uns unser Herz wieder neu entfachen. Und die Frage ist ja, bei Laodicea gibt es ja 3 Ratschläge. Die kennen wir. Gold kaufen, Kleider anziehen, Augensalbe. Aber das Problem ist ein anderes. Siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Ist es nicht schade, wenn wir Jesus jetzt gerade da draußen haben? Vor der Tür und nicht da drinnen. Wenn wir nicht mit ihm so eng verbunden sind. Und jetzt möchte ich euch mit reinnehmen in meinen Taufvers. Der hat ganz viel mit Verbindung zu tun. Und ich fand den Text, wo ich jung war, voll doof. Ich dachte, hä, damit habe ich irgendwie gar nichts am Hut und war erstmal enttäuscht. Und der Martin Manicek hat mir eben dieses Buch geschenkt, Jesus von Nazareth, zur Taufe und hat mir den Taufvers da reingeschrieben und hat gesagt, ja, dass das wohl zu mir passen würde. Und der Taufvers steht in Johannes. Schlagt mal mit auf. Johannes 15.
Johannes 15. Mein Taufvers ist Vers 5, aber ich fange in Vers 4 an. Bleibt in mir und ich in euch. Wie die Rebe keine Frucht bringen kann aus sich selbst, wenn sie nicht am Weinstock bleibt, so auch ihr nicht, wenn ihr nicht in mir bleibt. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht, denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Wer nicht in mir bleibt, wird weggeworfen wie eine Rebe und verdorrt. Und man sammelt sie und wirft sie ins Feuer und sie müssen brennen. Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, werdet ihr bitten, was ihr wollt und es wird euch widerfahren. Darin wird mein Vater verherrlicht, dass ihr viel Frucht bringt und werdet meine Jünger. Wie ist denn das mit der Frucht? Wer von euch hat einen Garten? Ja. Wie ist denn das, wenn man gar nichts sät? Was kommt denn dann? Unkraut. Das kommt irgendwie immer. Von allein. Was ist, wenn ich jetzt am Ende des Jahres 3 Salate ernten will? Sähe ich dann 3 Salatkörner? Nein. Warum? Kommen ein paar Vögel, die picken was, dann kommen ein paar Schnecken, die fressen was und am Ende bleibt mir gar kein Salat mehr übrig. Und im Glauben ist es auch so, was wir säen, das werden wir ernten. Wer in ihm sät, wer in ihm bleibt, der bringt viel Frucht. Jetzt möchte ich mich fragen, wie sieht denn mein Leben nach 20 Jahren mit Gott aus? Wo ist meine Frucht? Was ist Frucht? Habe ich keine Frucht, waren entweder zu viel Schnecken da, zu viel Vögel da? Oder ich habe nichts gesehen. Und da darf sich jeder selber hinterfragen, ob es Frucht gibt. Ihr wisst, man kann einen Apfelbaum noch so bereden und sagen, du bringst dieses Jahr 100 Äpfel. Wenn der Baum klein ist, bringt er vielleicht ein paar, aber nach 20 Jahren, da müsste der ganze Baum noch vollhängen. Woran liegt's? Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht, denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Und jetzt steht da Gottes Plan für mein Leben. Im Johannes 15, nicht ihr habt mich erwählt, Vers 16, sondern ich habe euch erwählt und bestimmt, dass ihr hingeht und Frucht bringt und eure Frucht bleibt. Damit, wenn ihr es dem Vater bittet, in meinem Namen, er es euch gebe. Das heißt, wenn unsere Bestimmung im Leben ist, Frucht zu bringen und Gott uns dazu bestimmt hat, dann muss es doch auch was werden. Wenn, was er verheißt, das wird er tun. Aber ich gehe wieder zu Hosea zurück, wo steht, aber sie wollten nicht. Sie wollten sich nicht bekehren. Sie wollten lieber andere Wege gehen. Sie wollten lieber ihr Herz lauwarm werden lassen. Woher weiß ich denn dann, ob ich in ihm bin? Wer sagt mir denn, wie ich in ihn da reinkomme? Ich gehe mal in den ersten Johannesbrief. Der Jünger, der viel von der Liebe Jesu begriffen hat, schreibt ganz, ganz, ganz viel über in Gott bleiben und in ihm sein. Und da steht im 1. Johannes 3, Vers 24, und wer seine Gebote hält, der bleibt in Gott und Gott in ihm. Und daran erkennen wir, dass er in uns bleibt, an dem Geist, den er uns gegeben hat. Woher weiß ich dann denn jetzt, dass ich den Geist habe? Hier steht, das ist das Erkennungszeichen. Und daran erkennen wir, dass er in uns bleibt, an den Geist, den er uns gegeben hat. Und jetzt möchte ich euch fragen, wie erlebt ihr denn den Geist Gottes? Wie führt der denn euch?
je länger man Gott kennt, umso mehr müsste man den Geist verspüren und kennen. Und dann will man sich doch prüfen und ehrlich sein mit Gott und sagen, ist dieser Geist da in mir drin? Und dann habe ich mich erinnert eben an die Blumenfrau. War das vielleicht der Geist, der gesagt hat, jetzt geh in den Blumenladen und kauf dir einen Strauß und red mit ihr? Und am Ende habe ich sie zu unserem Bibelkreis einladen können. Und sie sucht Anschluss, sie sagt, sie braucht Leute, die sie motivieren. Bisher war sie noch nicht da, aber jetzt müssen wir beten. Und jetzt war es so, in meinem Job meiner Chefin ging es ganz schlecht. Und ich dachte, lieber Gott, wenn ich irgendwas für sie tun kann, dann zeig mir es, weil ich habe keinen Rat und keine Lösung. Und ich hatte gestern Arbeit und die Chefin hatte gestern frei. Und ich bin in der Früh nach dem Gebet an meinem Bücherregal vorbei und habe ein Buch gesehen und ich verteile nie Bücher. Aber ich dachte, vielleicht könnte ihr das helfen. Und ich nehme dieses Buch raus und denke mir, ja, aber was soll ich das mit auf Arbeit nehmen? Sie ist ja heute überhaupt nicht da und sie fährt in Urlaub. Und dann habe ich es eingepackt, habe gesagt, lieber Gott, ich weiß nicht, wie ich jetzt auf diese Idee komme, aber wenn die Chefin heute irgendwo in der Praxis auftauchen sollte, dann gebe ich ihr das Buch. Wenn die nicht auftaucht, dann war es nichts. Und ich komme früh zur Praxis, um 7:45 an den Aufzug. Und wer steht am Aufzug? Die Chefin mit ihrem Kind auf dem Arm. Und ich dachte, das gibt's doch nicht. Und dann habe ich ihr das erzählt und die Chefin fängt das Weinen an und sagt, gib das Buch her. Ich habe gesagt, ich weiß nicht, ob es was für dich ist, aber wenn es dir irgendwie helfen könnte und wir haben dich lieb und ich bete auch für dich. Und dann hat sie so geweint und gleich am Abend hat sie mir ein paar Seiten abfotografiert und hat gesagt, ist eine schwere Lektion, aber ich versuch's. Und dann denke ich mir, ist das vielleicht der Geist, wenn man sich prüft? So kleine Sachen, die vielleicht untergehen würden, weil man in der Früh im Stress ist. Und dann bin ich wieder glücklich und denke, ja, da, ich bin in ihm, aber es könnte mehr sein. Und ich möchte in diese Sache noch einmal reingehen, in Christus zu sein. Der Epheser, der Kolosser und der erste Johannes haben so viele in Christus, in ihm, in ihm, in ihm. Das kommt fast in jedem dritten, vierten Vers vor. Also ich habe das da mal markiert und immer wenn in ihm ist, habe ich einen Kreis rumgemacht. Es ist immer wieder da, in ihm zu sein. Und Paulus schreibt es ja an die Gemeinden und er sagt, das ist das Geheimnis Gottes, das ist das Essentielle, das ist das, wofür wir da sind, dass wir in Jesus bleiben. Denn in ihm wohnt die ganze Fülle der Gottheit. Und durch ihn können wir begreifen, wie hoch, wie breit die Liebe ist. Und die wollen wir ja wieder neu entfachen. Und in ihm wollen wir einfach auch begreifen, dass wir manchmal eben was wegschneiden lassen müssen, dass wir ihm was geben müssen, was uns vielleicht hindert. Und ich habe jetzt noch eine Erfahrung für euch zu unserer Hochzeit. Manche kennen es schon. Aber ich war verlobt und seit der Verlobung war ich mir so sicher, dass ich diesen Mann heiraten will und werde. Vorher gab es immer Höhen und Tiefen, weil man ja prüft. Und weil man ja nicht sich komplett lebenslang an jemanden binden will, wo es vielleicht dann nicht passt oder so, wo Gott vielleicht nicht dahinter steht. Und das hat den Stefan schon ganz schön mürbe gemacht, ne? Wenn man sich als Frau dann nie mehr so immer wieder Schwankungen hat. Und er war wieder Fels in der Brandung. Und er hat für mich da Gott so wiedergespiegelt und hat mir gezeigt, ich stehe hinter dir. Und ich lasse dir alle Freiheit und ich lasse dir auch die Zeit, die du brauchst. Und nach der Verlobung war ich so sicher, bis wir die Hochzeit dann geplant haben. Und bei der Planung lief alles schief. Es lief wirklich so viel schief,
dass es erstmal gar nicht dazu kam, dass wir so eine Location gefunden haben, wo alle reingepasst hätten und die dann ihm gefallen hat und mir. Und es waren eigentlich so Kleinigkeiten, die gar nicht so wichtig waren im Nachhinein, aber damals waren die uns sehr wichtig. Und wir haben, Stefan wollte unbedingt am 1. Mai heiraten, das war ein Mittwoch. Und ich habe gesagt, naja, egal, Tag der Arbeit ist gleich Tag der Eheschließung. Da hat man immer frei, das klingt ganz gut. Und da erst so, oder am 3. Oktober, weil da hat man auch immer frei. Und dann können wir immer den Tag zusammen verbringen. Und dann dachte ich mir, naja, das ist so ein Mann, der ist logisch. Ich hätte das irgendwie anders ausgesucht. Und dann haben wir ganz viele Sachen abgeklappert und nirgends war irgendwie das dabei, was wir gerne gehabt hätten zum Feiern. Und dann war eine Sache, die war so schön, dass wir beide gar nicht lange überlegen mussten und gesagt haben, da wollen wir feiern. Und dann, wo wir das angeschaut haben, war es zufällig offen, dass die Frau da gerade dekoriert hat für eine Hochzeit. Das heißt, wir konnten das schon alles sehen und es war wunderschön. Und dann haben wir dieser Frau gesagt, ja, wer ist denn hier verantwortlich? Wo müssen wir uns denn melden? Weil sie dekorieren ja gerade, hat die Frau gesagt, ich bin verantwortlich, das gehört uns. Und dann habe ich gesagt, ja, haben Sie da nächstes Jahr irgendwann was frei? Vielleicht am 1. Mai, 3. Oktober, irgendwann? Sie so, nee, erst in 2 Jahren wieder, das Ding ist komplett ausgebucht, auch unter der Woche, das ist immer voll. Da muss man sich schon wegen früher drum kümmern. Und wir waren so enttäuscht. Und ich habe ihr dann meine E-Mail-Adresse gegeben, habe gesagt, vielleicht, falls jemand abspringt, was man ja nicht hofft für andere, aber dann könntest du uns ja schreiben. Und wir sind heimgefahren und haben danach, weil die uns ja abgesagt hat, noch 5 Wochen gesucht, nichts gefunden. Immer wollten die, dass wir das Fleisch vom Metzger mitnehmen zum Essen oder von die allerkomischsten Gründe, dass wir da halt nicht heiraten konnten. Und dann haben wir gesagt, na gut, wir haben telefoniert, Fernbeziehung, und ich so, Stefan, ich glaube, der liebe Gott will nicht, dass wir heiraten. Und der Stefan, was? Ich so, ja, schau mal, seit Wochen ist da der Wurm drin, wir stecken so viel Energie da rein, Zeit, das muss doch nicht sein. Und es ist so viel Energie. Und dann habe ich gesagt, wir beten und beten, es kommt nichts dabei raus. Und dann hat Stefan gesagt, dann bete ich jetzt nochmal. Und ich habe gesagt, ja, dann bet du, weil wir haben schon genug gebetet. Und dann war ich stur. Und dann hat der Stefan ein Gebet gesprochen und hat gesagt, lieber Vater, dir ist nicht egal, ob deine Kinder heiraten. Du bist ein Gott der Liebe. Du hast die Liebe erschaffen. Du bist Liebe und wenn 2 Menschen sich füreinander entscheiden, dann ist es dir nicht egal, ob die heiraten, wann die heiraten, wo die heiraten, weil du bist ihr Vater, du könntest ihnen alles ermöglichen. Und die Steffi ist jetzt so weit, dass sie sagt, sie würde unsere Beziehung hinschmeißen, weil sie denkt, du stehst nicht hinter uns. Und dann habe ich geweint im Gebet und dann hat Stefan gesagt, und wenn du denkst, wir passen wirklich nicht zusammen und du stehst nicht hinter uns, dann wollen wir dir die Beziehung auch hinlegen. Wir legen unser alles, was wir haben, uns in dir hin. Aber dann zeig's uns bald, dass wir nicht so viel Herz investieren. Aber wenn du denkst, dass du hinter uns stehen kannst, ein Leben lang, und dass du unsere Herzen zusammenschweißt und dass du für uns bist und uns Liebe schenkst ein Leben lang, dann zeig uns irgendwas, wo wir feiern können und wo alle glücklich sind. Du kannst es machen. Danach hat er Amen gesagt und ich so, Stefan, du hast gerade die ganze Beziehung auf den Altar gelegt. Und er so, ja, das hast du ja gesagt. Und ich so, ja, aber er so, er geht jetzt schlafen und wir vertrauen jetzt. Dann habe ich die Mama angerufen und habe gesagt, Mama, der Stefan hat jetzt das so gemacht, alles Gott hingelegt. Und die Mama, der Stefan hat recht. Wenn Gott für euch ist, wird nichts passieren. Und wenn Gott das nicht möchte, ist es besser, es jetzt hinzulegen. Bin ich bereit, Gott alles hinzulegen? Auch mein Liebstes? Meine Kinder? Meine Familie? Meine Beziehung? Bin ich bereit, alles hinzulegen? Und zu sagen, Gott, wenn du hinter uns stehst, dann hast du für uns den Plan.
Aber wenn du nicht hinter uns stehst, dann geben wir es dir auch. Wir wollen in dir die Entscheidung treffen. Da hat die Mama aufgelegt, hat gesagt, es ist jetzt spät abends, ich soll jetzt auch ins Bett gehen. Und ich habe in meiner Aufgewühltheit das Internet befragt und bin in meine E-Mails gegangen. Es war 22:30 nachts. Um 9 Uhr hatte uns an dem Tag die Frau geschrieben von diesem schönen Platz und hat geschrieben, es tut mir leid, ich habe übersehen, ein einziger Termin wäre nächstes Jahr noch frei. Das ist zwar unter der Woche, aber vielleicht würde es euch ja passen, es wäre der 1. Mai. Ich habe so gejubelt, ich habe geschrien, ich bin ein bisschen emotional, merkt ihr ja. Und ich habe sofort den Stefan wieder angerufen und aus dem Bett geholt und habe gesagt, du glaubst nicht, was passiert ist. Er so, vielleicht hat dir die Frau geschrieben? Und ich so, die hat dir wohl auch geschrieben. Er so, nein. Ich so, ja, die hat uns geschrieben und rat mal wann? Am 1. Mai. Und ich so, ja. Und damit möchte ich einfach Mut machen und sagen, wer in Gott seine Entscheidungen treffen will, wer in Gott diese Liebesbeziehung führt, der hat in Gott einen Vater und einen Ehemann, der sich um alles kümmert, der alle Macht der Welt hat, dem nichts unmöglich ist und der die Wünsche seiner Kinder überreich beschenken kann, der es wirklich sich drum kümmert. Und da geht man nicht nur durch gute Zeiten mit Gott. Da geht man auch durch schwere Zeiten. Aber die Liebe bleibt. Und was zählt, ist die Liebe. Weil ich dachte mir immer, denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden. Das heißt, der Eintritt fürs ewige Leben steht hier, ist Glaube. Aber im 1. Korinther steht, es bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei. Die Liebe ist die größte. Und da hat es bei mir heute früh so Klick gemacht, weil wo ich drüber nachgedacht habe, Glauben haben auch die Dämonen. Die Dämonen glauben auch an Gott. Die Dämonen wissen auch, der Sabbat ist der richtige Tag und die Dämonen wissen auch, Jesus kommt wieder. Die müssen sich mal glauben, die wissen das schon. Aber Glaube, der von Liebe getrieben ist, das ist das, was ich uns allen wünsche. Und ich möchte zum Abschluss eine Geschichte lesen, die ist ganz kurz. Von einem König wird erzählt, dass er auf einem seiner Eroberungszüge einen Fürsten mit Frau und Kindern gefangen nahm. Als man sie zu ihm führte, fragte dieser König den Fürsten, was gibst du mir, wenn ich dir deine Freiheit zurückgebe? Die Hälfte meines Reichs, war die Antwort. Und wenn ich auch deine Kinder freilasse? Mein ganzes Reich. Aber was gibst du, wenn ich deine Frau freilasse? Da sagte der Fürst, da würde ich mich selbst geben. Dem König gefiel diese Antwort so sehr, dass er die ganze Familie ohne Lösegeld freigab. Auf der Heimreise fragte der Fürst seine Frau, ob sie beobachtet hatte, was für ein schöner Mann dieser König sei. Darauf erwiderte sie, ich sah nur den, der bereit war, sich selbst für meine Freiheit zu geben. Der so viel Liebe hatte, alles andere ist dann egal. Könnten nicht alle Gotteskinder ebenso lernen, nur Augen für Jesus zu haben, der nicht nur willig war, sich für uns zu opfern, sondern es auch wirklich tat? Dem aber, der überschwänglich tun kann, über alles hinaus, was wir bitten, nach der Kraft, die in uns wirkt, dem sei Ehre in Jesus Christus. Wir dürfen damit auch die Liebe Christi erkennen, die alle Erkenntnis übertrifft, damit ihr erfüllt werdet mit der ganzen Gottesfülle. Amen.
Herr Jesus, du bist alles, was wir haben. Du bist alles, was wir brauchen. In dir wollen wir verwurzelt, gegründet, verbunden sein. Wir wollen unseren Bund mit dir neu schließen. Ob es 20 Jahre her ist. Ich bin so berührt, wie schnell die Zeit verging, wie ich dich immer noch lieb habe. Aber es sind nicht mehr die ersten Werke. Es ist nicht mehr die erste Liebe da. Es ist anders. Und ich habe Angst, dass es kalt wird. Herr Jesus, bitte, zünde jeden hier an. Bitte, lass niemanden einfach unberührt hier von der Stelle fortgehen. Ich bitte dich, dass du unser Herz neu berührst, dass du wieder Liebe schenkst, dass wir alle Entscheidungen wieder in dir treffen, dass wir auch bereit sind, dir alles hinzugeben, selbst das, was wir gern festhalten wollen würden, dass wir die schweren Sachen mit dir teilen und die schönen, dass wir voller Freude rausposaunen, Werbung für dich machen, wie die Blumenfrau. Herr Jesus, wir wünschen uns, dass du in unserem Herzen lebendig bist, dass du uns wieder packst. Bitte, Herr, pack jeden Einzelnen hier, die Kinder, die Alten, die Jungen, jeden, der gepackt werden will. Und lass uns doch wollen. Lass uns in deiner Liebe wachsen, lass uns groß werden. In deiner Liebe, dass wir weitergeben, dass wir es nicht für uns behalten, dass wir Früchte bringen, dass wir den Sinn des Lebens erfüllen, den du für uns hast. Und du bist unser Sinn. Du bist der Geber der Liebe. Danke für die vielen Erfahrungen, die du uns schenkst. Jedem hier. Du hast keine Lieblingskinder. Jedem möchtest du beschenken. Und wenn es mal schwere Zeiten gibt, lass uns festklammern und festhalten. Lass uns nicht zweifeln. Und lass deine Liebe uns durchtragen. Amen.